Hallo, guten Morgen, ihr Lieben. Ja, wir sind gerade jetzt wach geworden. Lucy hält da schon Wache. Ich glaube, wir haben es jetzt. Ich muss mal kurz gucken, wie spät wir es haben. Wir haben es jetzt. Oh Gott, ich kann gar nichts erkennen. 8:32 Uhr haben wir es jetzt. Ja, ich drehe. Ja, man sieht mich da in den Spiegel. Wir haben es jetzt gerade 8:32 Uhr. Ja, Lucy und Joey sind gerade wach geworden. Joey zeigt sich nicht. Aber heute, alle spätestens morgen, bekommt ihr das Video von Lucy Joey Around. Das heißt, wir fangen jetzt morgens an zu filmen. Ich zeige euch, wie Lucy so durchs Tagablauf läuft. Und ja, ich zeige euch, wie der Tag abläuft. Und ja, werde auch noch ein anderes Video, also eine andere Aufnahme filmen für Pimp My Room. Ja, ich ziehe mich jetzt gleich fix an. Ich zeige mich jetzt aber nicht beim Film, ich sehe aus wie verboten, eben meine Wuschelhaare und alles. Auf jeden Fall ziehe ich mich jetzt gleich an, dann gehen wir gleich raus und dann, ja, kann Lucy und Joey schön laufen. Lucy, wollen wir rausgehen? Joey? Joey, komm! Joey! Ach so, und bevor ich frage, warum dieses Video kommt oder was das für einen Sinn hat, die liebe Gina One hat sich das gewünscht, dass ich einfach mal zeige, wie Lucy und Joey ihren Tag so bei mir verbringen. Habe ich mir gedacht, ich zeige euch das einfach mal. Joey! Die schlafen meistens immer hier auf der Bettseite, weil ich habe ein großes Bett und da schlafen sie immer. Ach, hier ist der Dicke. Na, guten Morgen, Joey. Da ist der kleine Dicke. Ja, die schlafen beide immer mit im Bettchen. Dürfen sie auch. Und ja, mein Dicke. Ja, mein Tigerchen. Mein Joey. Na, Luzi, du, meine Hübsche. Ja, mein Mäuschen. Jetzt gehen wir, wie gesagt, gleich raus. Ja. Oh, jetzt sieht man mich da im Spiegel. Na egal. Jetzt gehen wir, wie gesagt, gleich raus. Dann zeige ich euch das kurz. Also wir gehen jetzt heute früh bloß kurz vor der Tür. Da haben wir aber so einen alten Wäscheplatz. Da können sie schön laufen, da können sie schön entleeren. Ja, und dann passt das. Da freuen sie sich dann immer, wenn sie da schön laufen können. Ja. Deswegen filme ich für euch gleich nochmal. So, meine Lieben, jetzt geht es raus. Joey schon voll aufgedreht, der Alte. Lucy streckt sich gerade. Ja, Lucy. Jetzt gehen wir raus. Jetzt zeige ich euch gleich, wie sie rausgehen. Balla. Oh. Oh, es ist kalt, ey. Oh. Jetzt gehen wir die Treppen runter und dann gehen wir raus. Ja, na los. Ab geht's. Ja, wenn sie merken, es geht pullern, dann sind sie voll aufgedreht, die beiden. Dann sind sie Feuer und Flamme. Dann immer sprinten. Draußen voll kalt, ey, minus 7 Grad, alter Schwede. Aber gut, das gehört zum Winter mit dazu. Lucy, Joey? So, ich gucke jetzt mal ganz kurz im Briefkasten, ob da nichts drin ist, was ich euch bezweifle. Ne, nichts drin. Ja, ist doch gut, ist doch gut. So, na los. So, jetzt laufen sie Richtung Wäscheplatz. Da husch. Flattern sie ab. Gehen Sie jetzt erstmal Ihr Geschäft machen, dann kommen Sie dir gleich wieder. Ja, dauert jetzt ungefähr 5 oder 10 Minuten, dann kommen Sie gleich wieder. An, Joey! Da kommen Sie beide. Komm her hier, na komm. Komm her, meine Hübschen, komm. Ja, voll kalt. Lucy liebt eigentlich voll den Schnee. Aber ist doch ein bisschen kalt. Lucy, komm, na komm, mit, komm, Mausi, komm. Haben Sie zurück zu? So. Da kommt der kleine Hopser. Komm hier, mein Schatz. Na komm. Komm hier. Er soll sich auch ein bisschen zeigen für die Kamera, du alter Dussel. Boah, du fährst dich ganz kalt an. Oh, Luzi. Ich glaube, diese mit dem Gesicht im. Oh, komm hier, Schatzi. Mit dem Gesicht im Schnee gelandet. Oh, Luzi, du bist ein Esel. Joey, komm, Dicke. Komm, Papi. Komm. Oh, ich glaube, er muss noch kacken oder so. Keine Ahnung. Irgendwas macht er noch. Oh, ey, oh, ist das kalt, ey, Leute. Oh, brrr. Kalt, ne, Lucy Joey? Man sieht den kleinen braunen Fleck gar nicht, aber da hinten irgendwo ist er. Der Dicke. Er weiß nicht, wohin mit sich. Er muss eben ein paar Mal drehen, oh, bis er wieder fertig ist, ne? Das ist Weihnachten. Das Weihnachten um Ostern zusammengefallen. Jetzt kriegt er da einen Busch rein. Oh, ist das ein Esel? Ah, ist das ein Esel? Der ist irgendwo im Busch reingekrochen, der Dicke. Es dauert natürlich, bis er mal fertig ist. Ich glaube, ich muss ihn eh noch mal filmen. Komm, der Dicke, endlich wird auch mal Zeit, ey. Komm hoch, Obi. Komm. Ab geht's rein. Na los. Mein Schatzi. Jetzt bist du eingefroren, ne? Na los, hoch. Hoch, Joey. Hoch. Hoch, hoch. Tiger, los. Oh, Obi. Obi braucht wieder Hilfe.
manchmal benimmt er sich wie so ein alter Opa. Obwohl er noch gar kein Opa ist. Da steht Lucy. Oh, ich höre mich auch an mit meinem Getrampel. Ja, jetzt gehen wir hoch. Jetzt esse ich gleich was. Lucy und Joey gehen gleich an ihren Platz. Ja, und dann mal gucken. Ja, 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 ja. Ihr beiden Räuber, ihr freut euch, ne? Stehen sie mal da an der Tür und warten, dass die Alte endlich die Schotten aufmacht. Ja, ja, was ist los, Dicke? Tige, was ist los? Ja, Baby Joey. Hoch. Ja, klein King Louis fühlt sich wohl. Der liegt ja oben auf der Lehne wie so ein König in Person. Lässt sich schön sonnen und putzt sich die Pfoten. Also, liebe Gina One, also du bist heute Abend echt ein bisschen schmunzeln, denke ich mal, weil Joey ist echt wieder heute ein Knaller. Also erstmal wird er schön angesonnen von der Sonne, kriegt erstmal schön Sonnenbad und dann tut er sich hier wie den König aufführen. Ja, da liegt Lucy. Lucy, mein Schatz. Ja, ich habe gerade noch gefilmt für ein anderes Video, für Pimp My Room. Ja, Lucy und Joey waren gerade hier am Chillen, also besser gesagt, der alte putzt sich ja da oben und liegt jetzt da wie so eine Glocke. Das ist ein Dive durch und durch. Ne, Joey Schatz, was ist los? Einmal strecken, ja. Zeig mal deine schöne Figur. Los, na komm hier, komm hier, na komm, Baby, wo ist das Baby? Jetzt will er nicht kommen, du sollst nicht deine Pfeife putzen, komm hier, Schätzi, komm, komm her, du kleine Tiger, du, komm her, jetzt habe ich ihn gegriffen, da, hallo, Baby, ja, manchmal ist er so, er kommt davon alleine an zum Schmusen, manchmal muss ich ihn so ein bisschen rufen und ein bisschen ziehen, das hast du ja im Auge. Schlaf, ne, Joey? Noch müde, Schatzi? Bist du noch müde? Ja, die Lucy entspannt sich. Die chillt ihre Basis. Sie sieht ja auch aus wie so ein dicker Klops, ey. Mit ihren Fell, du Mama Mia, ey. Ne, Colonel? Ja, aber er hat gestern, 2,6 Kilo auf die Waage gebracht. Da darf sich so mein lieber Herr Gesangsverein, ey. Lucy hat irgendwas mit 3 Kilo, so viel, wie sie immer hat. Ja. Ich film später näher nochmal für euch. Sonst denkt ihr, es wird langweilig oder es wird zu lang, das Video. Deswegen wollen wir ein bisschen Stopp machen. Oh, ist das nicht süß. Guck mal, wie Joey sich da einmausert. Jetzt guckt er, weil ich ihn gerade filme. Aber guck mal, wie er sich da einmausert bei Lucy. Sie lässt sich das immer gefallen. Sie geben sich beide immer echt gegenseitig Wärme so. Ne, mein Dicker, mein Tiger, er ist ein richtiges Baby. Auch wenn er schon 7 ist, aber ein Baby ist er immer noch. Lucy auch, ne, mein Schatz. Oh, mein kleiner Wolfi. Mit deinen kleinen glänzenden Kulleraugen, ne? Mein kleiner Eisbär. Ja, mein Schatz. Ja, so kuscheln sie gerade. So, die haben echt ein Leben. Ab und zu mal ein bisschen rausgehen, ein bisschen Pipi machen, ein bisschen spazieren gehen, dann schlafen, fressen, geliebt werden, kuscheln. Das ist deren Leben, ey. Die haben ein schönes Leben. Aber sollen sie ruhig haben, ne, Colonel? So, wir genießen ein bisschen den Spaziergang gerade. Lucy und Joey laufen schön hier auf so einem Plattenweg. Das ist richtig geiles Wetter. Richtig, richtig geil. Da hinten die Sonne irgendwo, da hinten am Baum. Auf jeden Fall richtig geiles Wetter. Ja, ich bin auch warm eingepackt. Ich muss mal kurz, hoppala. Sehr schlau von mir. Und jetzt ziehe ich an diese Kamera, ey. So, ja, so schaue ich gerade aus. Hier hängt ein Haar an der Kamera. Oh Gott. Von Lucy wieder typischerweise. Ja, so schaue ich aus. Eigentlich mit Handschuhe, aber jetzt zum Film muss ich die kurz ausziehen. Ja, hier Lucy, der kleine Schneehund, dann Joey. Ja, das wird jetzt eine Aufnahme sein für Follow Me Around, mein Alltag. Das ist jetzt für Follow Lucy, Joey Around, weil die liebe Gina One, oder auf Instagram heißt sie Doc Huawa. Glaube ich, hoffe ich habe es richtig ausgesprochen. Sie hat sich gerne mal gewünscht, dass ich mal einen Tag mal zeige, wie Lucy und Joey so laufen. Also was sie so den ganzen Tag machen. Und das ist jetzt heute eine Aufnahme davon. Weil wir sind gerade draußen, machen unseren Spaziergang. Die Hunde machen ihr Geschäft. Sie laufen, sie gucken, schnüffeln. Und ja, wir haben es jetzt, glaube ich, um 3 oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir jetzt draußen. Und morgen nehme ich euch dann den ganzen Tag mit. Bis dann. Tschüss. Live. So, ich gucke mit ja seinem so, YouTube-Video. Da sitzt er. So, ich gucke mit seinem mit der alten Esel. Ja. Jetzt will er hier wieder... Das ist ein Lakai, guten ey. Guten Morgen, da liegt Lucy, Schatz. Die
erste Hallo, Nacht in der Wohnung war auf jeden Fall chillig. Ich habe nichts gehört von der Straße Siehst oder du? So, weil die Fenster endlich mal schalldicht. Und alles war der cool. Der liegt hier bei mir an der Seite. Der erste Traum, den man in der ersten Nacht in der alte Räuber, Wohnung er will gekrault werden hier. Ich habe komplett Bullshit geträumt und so wie ich das geträumt habe, kann das. Ihr habt beide so ein gechilltes Leben, ne, Joey? King Louis? Ja, Ludi, ihr schlaft immer schön, ne? Ja, ey, die beiden haben ein Leben. Schlafen, ab und zu mal rausgehen. Jetzt im Winter sind sie so beide ein bisschen faul. Ich glaube, wenn sie könnten, können sie eigentlich Winterschlaf halten, ne? Ja. Ja, Joey. Ja, mein Baby, mein kleiner Teufel. Was los, mein Schatz? Was los, mein Räuber? Was denn? Na, Baby. Kuschelst du schön, Schatzi? Kuschelst du, ja? Er streckt sich. Ja, das macht er ganz oft, sich so strecken. Das hat er sich schon über die Jahre so angewöhnt. Irgendwie ist es auch immer voll süß. Aber ich glaube, so tut er auch ein bisschen so seine Wirbelsäule entlasten, glaube ich, so von selber. Lucy macht es auch ab und zu, aber er macht es ganz oft. Also auch voll niedlich. Jetzt freut er sich voll hier. Jetzt tut er so ein bisschen rumalbern. Nö, Joyline? Ist das ein Räuber? Ach, du bist ein Gauner, du. Ja, Luzi, du schläfst schon, ne? Ludi. Geh weg, Joey. Luzi muss ich auch mal zeigen. Ja, Luzi, mach mal ganz die Pfoten lang, ne? Alte Prinzessin. Ja, Schätzi. Ja, Luzi ist mein kleiner dicker Ball. Wuhu! Machst du, ne, Joey? Freust du dich, Schatzi? Freust du dich, du kleiner Tiger, du? Dutti. Meine beiden Babys. Ja, liebe Gina Born, ich hoffe, dich wird es heute Abend freuen, wenn du das Video siehst. Also, es ist auf jeden Fall interessant, mal die beiden so zu sehen. Würde ich jetzt mal meinen, ne? Weil so siehst du mal, was die beiden so treiben. So sehen auch natürlich die anderen Zuschauer das. Aber du hast es dir auch speziell gewünscht, weil diese beiden Ganoven ja auch gerne in meinen anderen Videos so ein bisschen rumalbern. Ne, Joyline? Aber heute sind nur mal die beiden die Hauptattraktion. Ja. Ne, Prinzipal? Ja, mein Schatz. Meine Lieben, wir haben es jetzt 23.08 Uhr. Wir gehen jetzt gleich Haier machen. Also ich werde jetzt die ganzen Aufnahmen von heute auf meinen Laptop ziehen, dann hier zusammenschnibbeln, hochladen und ich habe die liebe Gina One schon auf Instagram verlinkt, habe ihr gefragt, ob sie näher schon was vorhat, wenn nicht, nimm dir später Zeit, weil dann kommt näher das Video online, ich hoffe, sie kann es noch schauen. Und ja, das war jetzt heute der Follow Lucy Joey Around Tag oder weiß ich, wie man das nennt. Und auf jeden Fall habt ihr jetzt mal ein bisschen gesehen, was bei Lucy und Joey so Phase ist, wie sie ihren Tag bei mir verleben. Und ja, mein Schlusswort ist einfach, mir hat es Spaß gemacht, das für euch zu filmen und euch einfach zu zeigen, wie es meinen Hunden hier so geht, obwohl ich manchmal so ein bisschen eine leichte Chaos-Queen bin. Aber so, bei meinen Hunden ist wirklich das Herz am rechten Fleck. Also ja, die sind einfach mein Leben und ja, sie sind einfach seit Jahren lang der wichtigste Bestandteil in meinem Leben und das ist einfach Fakt. Und ja, ich hoffe, das kann ich so ein bisschen rüberbringen in den Videos. Oder auch in dem Video jetzt. Ja, Joey knutscht mich hier gerade. Alter Gauner, du bist ein alter Räuber. Kleine Dicke. Ja, wie gesagt, ich hoffe, das Video freut euch. Jetzt hast du ein ganz nasses Maul von deinem Geknutsche, du alter Affe. Ja, wie gesagt, ich hoffe, das Video freut euch und ihr guckt euch das an. Und ja, wenn ihr Bock habt, macht gerne einen Daumen nach oben. Abonniert mich gerne kostenlos. Schaut auch sehr gerne meine anderen Videos rein, weil es kamen jetzt vor kurzem aktuelle Videos rein. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Montagabend und genießt die Zeit. Bis dann. Tschüss.